Soll ich euch was sagen? Ja, es ist leider schon wieder soweit, dass es die letzten 15 Minuten dieses heutigen Abends auf diesem Projekt sein werden. Junge, ging aber jetzt. Ja, geil. Es geht doch schnell vorbei diesen Abend, muss ich ganz ehrlich sagen. Na gut, macht auch mega Fun. Ich bin happy, die 8 Folgen sind um, also was gibt Besseres, wa? Maurice, wir haben gleich noch ein Multiplayer-Projekt, also um zu stören. Ja, da werde ich hier erzählen, was abgeht. Gerade. Dann ganz entspannt, ne? Ja, komm, wir müssen jetzt auch keine. Das ist doch so spannend, dass bestimmt alleine 90% der Kommentare in Videos sein werden. Was willst du erzählen? Ja, bestimmt so. So werde ich es machen. Ich bleib jetzt erstmal ganz entspannt mit meinen Anhängern an der Waage hängen, so muss das mal. Boah, die Waage hätte ich schon längst mal umgerissen mit dem Spielzeugstab da. Wenn ich da wirklich so über 42 Tonnen dann voll km/h im Zahl da lang gebrettert und genau da bleibe ich hängen, hätte ich komplett mit umgerissen. Wenn ich hier lang gefahren. Ich bin ja noch auf dem Weg. Echt bald da. Also wenn du gleich düngen willst, dann kannst du dieses kleine Viereck, da also kleine Rechteck bei 24 schon fertig machen. Da habe ich fertig gemacht. Ich fahre jetzt gerade Bahn, das kann noch ein bisschen dauern. Ich bringe erstmal fleißig die Saat weg. Ja, du kannst schon. Denn wir machen gerade ordentliche Wind. Ja, hoffentlich. Boah, 235, geil. Was wollen wir uns das nicht kaufen? Einen größeren Schlepper oder einen größeren Kollegen? Du musst eine größere Erntemaschine erstmal kaufen, würde ich sagen. Ja, da brauchen wir Für die alte kriegen wir auch noch ein bisschen was. Können wir die auch direkt mitverkaufen? Ja, dann wollen wir sogar. Holen wir uns am besten zwei große, dann läuft das. Zwei, einer, was denn jetzt? Zwei große, oder? Eine große, weiß ich nicht. Also, du willst einen Drescher haben, ja. Ein Drescher schaffen wir garantiert. Einen großen würde reichen. Also, ein großer Drescher wird uns, denke ich mal, so 300 bis 500.000 kosten, denke ich mal, so roundabout. Ohne jetzt nachzugucken. Aber auf jeden Fall irgendwie, dass wir einen neuen Drescher haben, den doch. Ich weiß. Komm, ich guck mal nach, was uns ein Drescher kostet. Wollen wir den großen, den New Holland haben, oder? Maurice, ja, ich hör's. Danke für die Blumen. Mach's noch lauter. Ach, doch ganz entspannt. Wir haben schon die Meldungen in allen Ländern nicht verfügbar in Deutschland. Ja, ich glaube. Ja. Also wollen wir denn? Also. Ich hätte auch noch einen Fan-Mod anzubieten mit 400.000. Das haben wir heute 16, ne? Ja, warte. Und dazu ein Schneidwerk von 10 Metern. Also, Metzia, was hast du denn zur Auswahl? Also, wir haben Fan-Mod drauf, den ich eigentlich von so einem Multiplayer-Projekt mit 10,7 Schneidwerk oder den New Holland, den ganz großen, hat dann ein 13,7. Den für 3000 oder was? Für was den? Für 430.000 oder meinst du den für und der 76.000? Ne, den für 430.000, den ganz großen. Wenn würde ich sagen, dann könnte das Spiel gleich, aber würde ich eher sagen, bei der warten wir noch ein bisschen was kam, ne? Ja, da werden wir noch ein paar Tage ein bisschen. Also, wie sieht es jetzt aus? Wie wollt ihr das jetzt machen? Also, wir warten jetzt erstmal mal, bis wir das Geld da wirklich zusammen haben, weil das Ding kostet halt uns eine 500.000 Euro. Ja, okay. Eben so. Ja. Aber was bringt uns eigentlich der alte Drescher ein, circa? Schau grad nach, der bringt 134.000 plus die Schneidwerke 50.000 dazu. Also 180.000. Ja, 180. Also, weil ich würde eher sagen. 414.000. Ja, das ist ja schon mal etwas. Das wollen wir noch ein bisschen verkaufen und dann. Theoretisch wäre es. Könnten wir eigentlich das dann direkt kaufen, wenn sie durch sind, denke ich mal. Aber gut, dann müssen wir. Denn wir werden jetzt sowieso nicht mehr die Eismaschine brauchen, weil wir eh eine Weile, dass wir wieder alles fertig haben. Also in dieser Aufnahmerunde, also erst wieder in gut einem Monat werden wir wieder aufnehmen, leider. werden wir wahrscheinlich den Drescher erstmal nicht mehr wieder betatschen. Werden, wahrscheinlich. Also den Lack werden wir erstmal nicht kaputt machen, das steht fest. Na dann. Maurice, bevor wir gleich anfangen, Multiplayer aufnehmen, erinnere mich dran, ich brauche was zu trinken. Ja, nicht nur du, ich stehe auch hier auf dem leeren Ufer hier. Also auf der Sandbank, so muss ich sagen. Auch nichts mehr so. Ich habe mich gerade beide meiner Flaschen angepackt und beide leer. Volltreffer.
Ja. Was? Ab auf den Zug. Vergesst nicht, den Zug loszuschicken. Abkippseite hinten. Abkippseite mache ich mal jetzt links. Was haben wir denn noch? Auskippen. Kommt Geld an, ne? Ja, ach, kommt. Ja, jetzt. So, ich habe jetzt gerade mit meinen beiden Anhängern das Silo komplett leer gemacht. Wie? So, ich habe jetzt die 17.000 Sojabohnen drin und 11.000 Sonnenblumen. So, jetzt fahre ich schon mal nach Hause und dann haben wir's. Dann ja. Könnt ihr dann schon mal mit der nächsten Ladung von Saatgut kommen und dann. Saatgut? Ich Alex, willst du denn nach Hause fahren und den Drescher schon mal verkaufen? Würde ich machen, ja, mach ich das so. Ja, dann fahr nach Hause und guck jedenfalls, wie weit du mit dem Drescher kommst. Und wieder mit 6 den Becher, naja, wie bist du? Ja, wir sind begeistert, Marc, wir wissen's. Hm. Verkauf den Drescher einfach, ich guck mal nach, also... Nein, du fährst den weg, das boah, Marc, bist du schneller, da bin ich ja sogar schneller. Alex, ich würde den wegfahren, das bringt 20% mehr. Ja, ich würde erstmal bis Saatgut verkaufen und danach, weil es ist. Saatgut? Saat. Ja, Saatgut. Ja, gut, dann verstehen wir uns dann weg. Nicht. Wer ist das Beste, würde ich sagen. Ja, ist auch so. Ich habe jetzt noch die beiden Anhänger, mehr habe ich nicht und dann heißt es eh. Drescher verscherbeln und den neuen vielleicht schon kaufen oder erst wieder Anfang nächster Runde. Genau. Also irgendwann Mitte, Anfang. Ich werde ja schon mal Drescher machen. Ich werde dessen schon mal das ganze Saatgut. Ja. Ich breche jetzt Essen, ey. Ich krieg zu viel hier bei euch. Ich brauche doch einen Krankenschein, weil. Das nächste Mal. Ich mir schon mal ungefähr 50 ausgestellt habe. Achso. Vor der Aufnahmesession. Okay. Ist bei euch Pflicht. Ja, okay. Achso, danke. Okay. Der Marc ist nicht ganz so begeistert. Man merkt es. Boah, ich disconnecte gleich einfach und kodiere gleich einfach nur. Ich nehme gleich nicht weiter auf. Digga, Marc. Lol, Digga, der kann keine Kombi. Ist ja lol. Okay. Haben wir eigentlich hier so einen Aufstellung, wenn wir diesen scheiß Masten das ist mir heute auch aufgefallen, dass der keine Kombi hat. Als ich mit dem Grubo auf einmal dran habe. Ist ja voll lol. Als ich dann nur ein Gruber drin hang. Mhm. Angeblich drin. Hang. Mhm. Endlich schlechter. Oh. Boah, ich muss eigentlich unbedingt heute Abend noch kodieren, weil ich krieg ja morgen wieder Videos dabei. Och, nee. Gut, dass ich bis morgen Abend was aufnehmen muss. Haha, Witzbold. Ja, das gab's doch nicht. Ich muss da ja noch die Folge aufnehmen für morgen. Aber ich habe keinen Bock, Alter. Ich habe so null Bock. Ja, dann kommt schon morgen halt keiner. Um weil ich gerne alles machen muss. Und dann weiß ich nicht, wo ich's, in welche Ecke ich es noch packen soll. Ja, Maurice, machst du morgen früh einfach. Stehst um 6 Uhr auf, nimmst auf. Und ja, dann... warum nicht, Marc? Es ist, ja. Oh, nichts musst du tun, um 6 Uhr schon wieder aufzustehen, weil wir bis Mitternacht nicht aufnehmen. Es ist klar, Ups. Okay, ja, dann gleich mal auf jetzt zur nächsten. $20,000, Happy Birthday. Ja. Ich hab keine Lust. Komm, klopp. Ich freue mich gleich auf meine Das FF-Spiel. Haben wir alles noch da jetzt. So, wir haben jetzt nichts mehr. Ich hab's komplett leer gemacht gerade. Oh. Marc, du bist, ich bin stolz auf dich. Ich weiß. Aus und oh, ein Gub stinkt, Alter. Junge, ich soll durch die Leitung. Ja. Ich dachte, ist schon leer jetzt, also ich pack mal jetzt das Ding ja irgendwo. Und dann bring den Drescher weg. Vergesst nicht, du hast 2 Mehrwerke.
Ja, soll ich helfen kommen? Oder Marc, helf du mal? Oder bist du noch unterwegs? Ich bin gerade erst bei der Abkippstelle angekommen. Ja. Also es dauert bei mir noch ein paar Minütchen. Und ich glaube nicht mehr, dass wir in dieser Season noch schaffen, das wegzubringen. Das glaube ich, schaffen wir nicht mehr. Weißt du was? Ich helfe ihm einfach mal. Ich nehme einfach mal den Dings mit. Dann kannst du ganz spannend mit deinem Drescher fahren. Ach so, ich nehme das kleine Mähwerk und nimmst das Ding auf dem Rossinger mit. Genau. Wir machen was. Das daneben gefallen ist, deswegen. Dann musst du mir aber vorher draufsetzen, das bringt ja sonst nichts. Ja, Moment, wie mach ich das? Warte, ich fahr die Karre jetzt weg, warte, ich fahr jetzt die Karre weg. Tja, dann kannst du das nochmal dran setzen und dann nochmal drauflegen. Oder? Nee, musst du weiter. 277.000 Euro haben wir aktuell. Das gemacht, Marc. Ja, alles kann ich das am besten jetzt dran machen? Ja, einfach fährst du jetzt ganz normal dran. Die alte steht falsch, Leute. Muss jetzt einfach so dran fahren. Warte, ich krieg schon wieder eine Nachricht. Noch ein Stück. Am besten. Dieser Amateur hier. Aber man bitte noch ein Stück rückwärts. Ja, gerne. Besser ran, genau. Warte. So ungefähr mittig fahren, warte. Ja, jetzt mal ab. So, welche Taste drücken mag? Ich drücke einfach mal alle Tasten, irgendwann wird es sich einhaken. Du kannst einfach F1 drücken und dann siehst du es. Da steht hier eben nicht dran. Ich fahre mit dem anderen Berg hinterher. Ja. Und dann haben wir ein bisschen Geld noch. Alles klar. Plan B. Verkaufen das eine schnell weg. So, jetzt fliegt mir das schon ein zweites Mal runter. Ich krieg gerade zu viel. Aber den Drescher bitte so verkaufen. Also hinfahren. Ja, und den Anhänger auch. Ich bin auf Weg dahin. Ist so verkauft. Ich komme gerade zum Hof zurück. Oh, jetzt wird eine lange Fahrt werden. Wenn die Wege sind ein bisschen sehr hügelig, hat man echt eine Menge Umweg fahren und da und da lang. Oh. Nicht übers Feld. Der Hauptstraße. Ja, bin ich. So. Dann haben wir es auch schon. Schafft für heute, ne? Ja, ich mit den Nerven nicht mehr, weil ich jetzt los bin, aber. Ja. Und ich hoffe, ich denke mal nächste Woche dran, das auszustellen, dass man, also meine Benachrichtigung bei Steam auszustellen, dass wenn ihr bei mir ein Spiel startet, weil das führt alle 5 Sekunden, startet bei irgendwann ein Spiel. Dadurch, dass bei ich 236 Freunden ist das irgendwie ein bisschen näher. Was? Ich glaube, ich habe 20, 25. Maximal. Na gut, aber dadurch, dass ich ja LS nicht über Steam habe aktuell, ja. Hält sich das aktuell extrem in Grenzen. Dann stimmt, ich hab's ja bei Steam, das ist klar, dass ich dann bei Steam nach schon ein Ende kriege und so. Aber eigentlich kriege ich keine Nachricht, bin ich froh darüber, dass das mal geklappt hat. Jetzt, dürüm. Was kostet uns der gute 500.000? Ja, um den Dreh. Ja, 30 kosten das Teil. Du bist schnell weg, darf über 1000, ja. Okay. Aber warte noch ab. Ich komme jetzt auch mal. Kann man nicht direkt am Shop auch Fahrzeuge kaufen? Ist das nicht irgendwie günstiger oder ist das noch teuer? Nein, das ist nur egal. Nur beim Verkauf gibt es mehr. Gerade. Gibt 20% und ganz ehrlich, ja. Das ist jetzt ein bisschen auch schon. Ist es da mehr gab beim Shop? Ja, das gab es im 8. Das gab es schon einfach an irgendwie. Ja, das gab es wirklich schon seit dem 8. Gut zu wissen, ne? Nach wie vielen Teilen? 8, 9, 11. Wegen auch Farming für Anfänger, man lernt jeden Tag was Neues. Seit 6 Folgen, also seit, ach nicht, das ist 6 Spielen, wissen wir dann auch endlich. Oder weißt du es, ich wusste es schon vorher. Ja. Farming für Anfänger, man lernt jedes Mal was Neues. Aber ihr seid ja schon relativ weit, ich muss ein bisschen spuken. Damit ich den Guten auch noch... haben wir noch, in der 8. Folge jetzt. Wir werden die noch verkaufen und dann werde ich abmoderieren und dann müsste das passen, hoffe ich. Aber noch nicht verkaufen, wartet bis ich da bin, ich komme. Naja, noch. Aber direkt unsere nächste kaufen schon. Auf dem BFG. Werden wir den neuen dann auch schon kaufen, oder? Ja, ich denke mal.
dass wir den dann nächste Mal zurückfahren, also im guten Monat. So, Dinas, ich warte hier. Ich verkaufe schon mal eben den Beiwagen. Ja, genau. Nur den Drescher noch nicht, da will ich dabei sein. Da vorne ist Alex, ja. Ich glaube, ich bin eh schneller als er. Oder falls schneller nicht, aber... Ach, da war ein Auto, oder? Er steht am Auto. Oder auf dem Zaun. Junge, Junge. Seid ihr immer für mich? Wieso habe ich immer hier so Hilfspraktikanten immer? Ich krieg... Nee, ich geh in Rente, Alter. Für solche Leute muss ich in Rente gehen, ey. Junge. Warte, ich komm mal eben, Moment. Hier flitzt. Oh. Krieg die Folge fast noch überlänger, freut euch. Ja. Habt ihr es jetzt zumindest? Ich weiß nicht, was Alex macht. Warte, wir müssen von vorne runterschieben. Wenn du jetzt weiter drauf schiebst, macht das keinen Sinn. Wenn du jetzt weiter schieben müssen. Ja, warte. Aber so. Ich kann's einfach. Oh. Was Alex nicht kann, kann ich einfach. Ja, nimm mich halt noch mit. Alex hält die besenkte Sau. Ist ja unglaublich. Ab zum großen Verkauf. Ja, hier hinten. Ah, the station. Lol, ich kann einfach durch die Gebäude laufen. Ja, dann verkauft es und damit. Dann... jetzt noch das Mehrwerk. Und wenn ihr jetzt Glück habt, müsste es sogar preislich passen. Ja, dann wer will jetzt den großen kaufen? Nein, passt nicht? Weiß nicht, keiner. Ihr habt euch das vorhin angeguckt. 430.000, dann plus Schneidwerk. Da sind wir dann bei... 62.000 kostet das ganz große Schneidwerk. Dann kauf erstmal den Drescher und das andere nehmen wir dann noch Kredit aus, weil das müsste passen. Also kauf erstmal den Drescher und dann gucken wir einfach, was fehlt. Und dann nehme ich noch ein bisschen Kredit und dann müsste das passen. So, drückt einer mal auf Kaufen hier. Ja, ich mache, bevor es hier nicht gleich zum Chaos gibt. Also, welchen kaufen wir einfach mal aus dem? Den großen New Holland Drescher Standard. Na gut, wir haben hier keinen anderen Mod drin. Aber den großen, den für 430.000 Euro. Kauf, los, mach, kauf! Ja, kaufen. Bäm! Weg. Ja! Da steht er! Ja, das Mehrwerk. Das Mehrwerk müsste auch noch passen vom Preis her. Ja, passt exakt. Ja, dann kauf das größte Mehrwerk auch noch. Das größte? Geil! Kinders, wir haben's! Warte. Ja! Yeah. Größte Mehrwerk für 62.000 haben wir momentan jetzt. Soll ich euch was sagen? Ich habe während meines Praktikums auch an diesem Drescher geschraubt und gebastelt und ein bisschen. Also, ich kenne das Ding. Sogar mit Ketten. Aber ja, das war es schon wieder mit der Aufnahmesaison vom Farming for Anfänger. Das heißt, wir nehmen in einem guten Monat wieder auf. Das heißt, Kommentare gerne. Wir versuchen natürlich darauf zu antworten. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Und man sieht sich bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao. Nächsten Mal. Tschüss. Ja, ho.